Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese erste Woche, Monat September, für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen. Hinter dem Deck habe ich vierte Kelche, Wassermann. Und irgendwie ein Gefühl hier wäre von Nachdenken. Tatsächlich, also ich denke nach über eine bestimmte Situation, wo ich vielleicht mich nicht so zufrieden fühle oder wo ich halt denke, was soll ich hier machen? Also irgendeinen Zweifel kann man hier in dieser Karte spüren. Sogar die Intuition könnte man auch denken, weil man ist am Fühlen tatsächlich und am Nachdenken. Ja? Irgendwie ist hier dieses Gefühl, Wassermann. Ich sehe natürlich mehrere Personen. Es kommt darauf an, worüber das hier für dich spricht, ob das jetzt über einen Wunschpartner zu tun hat und dann aber ich sehe mehrere natürlich Optionen, ja, also vielleicht ist man dieses Gefühl von Nichtwissen, ja, also nicht sicher sein oder sich sogar nicht wohlfühlen, da wo so ein Gefühl ist das hier, ja, irgend so eine Situation gibt es hier. Vielleicht gibt es hier eine Person bei dir, Wassermann, du siehst ja, der Herrscher, Sternzeichen Widder, sehr präsent, Stier, Steinbock. Vielleicht hier, vielleicht das Gefühl hier. Also in manchen Fällen rede ich über ein Gefühl von, man ist nicht sicher, man denkt, dass vielleicht eine Person tatsächlich in einer Beziehung bereits ist. Ist diese Person bereits in einer Beziehung? Ist diese Person tatsächlich, ja, hat eine dritte Person? Irgendein Gefühl ist hier. Man hat Zweifel vielleicht, dass eine Person in eine Beziehung ist. Oder man weiß nicht, oder man hat Zweifel. Sternzeichen Löwe auch zu sehen hier. Sternzeichen Löwe sehr präsent bei dir, aber du siehst Feuerelement, Sternzeichen wieder auch. Es gibt hier ein Gefühl von einer dritten Person, ja, tatsächlich. Also das muss ich schon sagen. Oder irgendwie so ein Gefühl ist hier. Ja. Ja, deutlich. Die Karte, die Sonne, die Klarheit kommt. Ich sehe hier einen großen Altersunterschied, Wassermann, einen großen Altersunterschied zu einer Person. Das spricht nur für eine Gruppe. Ich sehe natürlich auch eine neue Person. Eine neue Person, eine neue Situation ist hier zu spüren. Schau mal, welche Karten für dich gekommen sind. As der Schwerter, Königin der Münzen, Puppe der Kelche. Für manche reden wir hier tatsächlich über Kinder. Also irgendwie, es kann möglich sein, dass wir hier für manche mit Kindern zu tun haben. Wasserelement, Fische, Krebs, Skorpion ist hier präsent. Du siehst ja, die Karte der Familie ist hier tatsächlich präsent. Die Familie, Kinder, das ist alles da. Man sieht das hier schon. Ich sehe eine Kommunikation, ja, genau. Ich sehe eine Kommunikation diese erste Woche, September. Eine wichtige Kommunikation gibt es hier.
Ich spüre hier sowieso bei dir, Wassermann, dass du in einer starken Stabilität bist. Also du fühlst dich also wohl, du fühlst dich gut. Finanziell gesehen sehe ich hier auch eine gute finanzielle Situation, aber auch eine Person, die ja, sich um seine Familie kümmern möchte, um seine Kinder auch kümmern möchte und irgendwie trifft auch Entscheidungen. Es gibt hier so ein Gefühl, ja, ich spüre halt Entscheidungen, die getroffen werden. Es werden Entscheidungen getroffen, irgendwie diese erste Woche September. Oder nochmals Sachen, die ans Licht kommen. Das Wort Klarheit ist hier sehr präsent in deiner Legung. Das Wort, man bekommt Klarheit, man bekommt Licht in eine bestimmte Situation. Ich sehe, Wassermann, du bist auch sehr stark in deinem Element, ja, in diesem Luftelement. Also ich sehe schon, dass du einen klaren Kopf behalten wirst. Aber bei dir nochmals, Erde-Element, Stier, Steinbock, Jungfrau auch präsent. Aber ich spüre eine sehr stabile Energie bei dir. Du bist in deinem Element, und, aber sehr, also sehr viel Erde-Element spüre ich hier auch. Ja, es gibt hier eine gute Mischung irgendwie in dem Fall, dass man viel Klarheit bekommt, aber sehr stabil ist, sehr. Es gibt eine Kommunikation, also Wassermann, nochmals, wie ich dir gesagt habe, ich sehe einen großen Altersunterschied hier mit einer Person. Ja. Im Prinzip zeigt sich diese Person hier etwas mehr leidenschaftlich, also ist eine sehr jüngere Energie, eine Person, die vielleicht noch viel zu erfahren hat im Leben. Es gibt dieses Gefühl von, ich bin am Erfahren, ich bin am Lernen. Ich habe noch viel vor, ich habe noch viel vor mir. Ich möchte tatsächlich ein bisschen meinen Spaß haben und so weiter. Es gibt hier zwei ziemlich verschiedene Energien. Eine sehr reife Person, das spricht für mich, spricht das für dich, Wassermann. Und eine etwas jüngere Energie und mehr halt. Ich meine, ich sage nicht, dass diese Person hier böse ist oder so, sage ich nicht. Im Gegenteil, spricht für eine sehr liebe Person. Also es gibt hier wirklich dieses Gefühl von einer liebe Botschaft, einer liebe Kommunikation, eine Person, die wirklich, ja, sogar Liebe spürt. Man ist verliebt hier, das würde ich schon sagen. Trotzdem gibt es hier ein Gefühl von Unreife, ja, eine unreife Energie. Irgendwie ist interessant halt, Wassermann. Und vielleicht eine Person, die Unsicherheiten hat, weil eine Person hier eine Familie hat und es gibt Zweifel und Optionen irgendwie. Eine Person ist am Nachdenken, ob man hier ja, einen Kompromiss eingehen soll oder nicht, ja. Ja. Wassermann, viele Puppen auf dem Tisch. Viele sogar. Ich habe Puppe der Kirche, der Stäbe und der Münzen. Wir reden deutlich für viele von euch über Kinder. Über irgendwie Kinder, wirklich jüngere Energien. Irgendwie die Familie ist ja da, ich sehe Kinder schon sehr deutlich, ja. Feuerelement, Sternzeichen Löwe, Widder oder Schütze, aber in Wirklichkeit habe ich praktisch alle Elemente auf dem Tisch. Sternzeichen Waage, die Gerechtigkeit. Es kommen hier irgendwie, es gibt hier eine göttliche Gerechtigkeit. Eine Situation hat mit dem Schicksal zu tun hier bei dir. Und ist interessant. Schau mal bitte, Wassermann, in der Mitte für deine Legung habe ich zwei der Stäbe. Du siehst ja die Nummer zwei der Stäbe.
Eine Person nochmals, die am Nachdenken ist. Eine Person, die eigentlich eine neue Möglichkeit sich ergibt für dich, Wassermann. Neue Türen eröffnen sich für dich. Du siehst ja, diese Person hat auch die Welt auf die Hand. Ja, also man hat ja die Welt auf die Hand. Ich kann mein Leben verändern, wann ich möchte. Es gibt hier ein Gefühl von Zukunft in Wirklichkeit, obwohl die Person schaut ja in der Vergangenheit. Aber es gibt hier eine Entscheidung zu treffen. Es gibt hier eine deutliche Entscheidung zu treffen. Man denkt wirklich viel nach in dieser Karte. Man denkt schon nach. Wie interessant ist, dass ich zwei, aber auch drei der Stäbe habe. Ja, also ich spüre hier ein Gefühl von Zukunft. Die Zukunft sieht man in dieser Karte, ja. Tatsächlich, diese zweite Stäbe in der Mitte für dich, ich sehe schon hier ein Gefühl von Entscheidung treffen. Ne? Das sehe ich wirklich hier. Ja. Schau mal bitte hier. Also, du siehst ja, man möchte Veränderungen, Wassermann. Das Gefühl wäre, ich möchte eine Veränderung in meinem Leben. Und ich treffe eine Entscheidung. Ich möchte für mich, also ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte für mich denken jetzt. Und ich möchte tatsächlich mich wohlfühlen. König der Kelche, also Wasserelement, sehr präsent bei dir. Fische, Krebs, Skorpion. Sehr präsent sogar. Du siehst ein König der Kelche. Man muss jetzt schauen, wer diese Person für jeder von uns ist, ja. Aber es gibt hier eine klare Person, die am Nachdenken ist. Eine Person, die auch Veränderungen möchte. Und an diese Situation sehr stark nachdenkt. Wassermann, manche möchten sogar einen Umzug. Ja? Ich sehe hier für manche irgendwie ein Gefühl von einem Umzug. Und bitte, schau mal bitte hier. Sehr interessant sogar. Ich habe dir ja gesagt vorher, ich sehe einen Altersunterschied, einen sehr großen Altersunterschied. Ich rede schon über 15 Jahre oder mehr sogar. Ich sehe hier zwei Personen. Zwei Personen möchten das Gleiche. Zwei Personen sind sehr ähnlich. Ja, diesen Altersunterschied ist ja da, aber beide Personen möchten das Gleiche. Ja, also man spürt hier, es gibt eine Person, die sehr wichtig ist. Also entweder jemand denkt an dich als eine sehr wichtige Person oder für dich ist auch eine Person sehr wichtig. Es gibt hier eine neue Situation. Ich spüre hier, Wassermann, sehr stark eine neue Situation in deinem Leben. Ja, eine neue Situation in deinem Leben. Eine Situation, die vielleicht langsam sein wird. Langsam, aber sicher. Ich rede über neue Türen, die sich für dich eröffnen. Wenn das für dich mit neuen Projekten zu tun hat oder Arbeit, also es zeigt sich auch sehr positiv für dich, ja. Aber es spricht für jeder anders. Wie gesagt, für Arbeit sieht gut aus und aber natürlich auch für einen Wunschpartner. Egal, ob diesen Altersunterschied da ist oder nicht. Also hier zeigt sich eine Situation sehr, sehr positiv. Ja. Eine Person hat Kinder, natürlich. Ich sehe hier schon, dass eine Person Kinder hat. Und das ist so gut wie sicher. Diese Person hat Kinder, diese Person kümmert sich sehr um die Familie, aber auch um seine eigenen Kinder und irgendwie seine Person, die sehr besorgt ist und auch viel Stabilität gibt in dieser Energie. Aber ich spüre schon, dass jemand auch sehr viel an seine Kinder denkt und genau. Aber Wassermann, schau mal bitte hier. Die Karte der Magier, Puppe der Münzen und Neun der Schwerter. Eine Situation hier wird dich vorerst nicht kalt lassen, ja. Diese Veränderung in deinem Leben
Ich will dich tatsächlich nicht kalt lassen, weil ich rede hier über eine klare neue Situation, die dich erstmal nicht schlafen lassen wird. Also das Gefühl ist, ich kann nicht schlafen. Ich habe wirklich schlaflose Nächte, wenn ich an diese bestimmte Sache denke, weil ich spüre, das spricht für mich einen neuen Anfang in meinem Leben. Spricht für mich etwas sehr Positives sogar. Es ist genau das, was ich mir erwünscht habe. Das ist praktisch die Manifestation von meinen Gedanken. Das ist die Manifestation von meinen Wünschen. Und jetzt ist es da und jetzt habe ich Angst. Ja. Ich habe es mir die ganze Zeit gewünscht. Jetzt bekomme ich das und jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Ja. Ich denke, du kannst nicht mal schlafen, wenn du an diese Situation denkst. Ich denke, für manche spricht das hier für interessante neue Projekte, ne? Für manche sehr interessante neue Projekte, was du dir aber gewünscht hast. Es dauert, wie gesagt, ein bisschen, ja? Es dauert natürlich ein bisschen. Also alles kommt nicht von heute auf morgen. Alles nimmt eine bestimmte Zeit und das ist auch gut so. Man muss wirklich geduldig sein. In dieser Situation hier bei dir spüre ich, man muss Geduld haben hier. Aber ja, es zeigt sich sehr positiv für dich. Es zeigt sich wie eine neue Situation in deinem Leben. Ich spüre hier einen neuen Zyklus für dich. Ich sehe hier Wünsche, die du hattest, die jetzt sich manifestieren. Du kannst diese Wünsche, Wassermann, sogar anfassen. Mit deinen Händen. Also, weil tatsächlich, ich sehe hier eine Segnung vom Universum. Ich sehe hier ein Geschenk, ist hier zu sehen. Ich habe dir ja gesagt, ich sehe eine göttliche Gerechtigkeit hier bei dir. Und das zeigt sich auch hier. Ja, Sternzeichen Zwilling, Jungfrau, wie du siehst. Jungfrau sehr präsent, aber ich meine, die Sternzeichen sind gerade nicht so wichtig, weil ich sehe viele hier. Aber ich nenne halt nur die, die ich am meisten so stark sehe, ja. Aber ich habe hier eine sehr interessante Situation bei dir, Wassermann, was mit Zukunft zu tun hat. Das ist Zukunft, ja. Das ist sehr stark mit Gedanken manifestieren. Das ist auf jeden Fall Kommunikation. Kommunikation von einer Person, die sehr jung ist, viel jünger als du. Eine Person, die wirklich, ich sehe hier eine Person, die alles möchte, mit dir. Es gibt hier eine interessante Sache hier, Wassermann, ja, also. Ich rede wirklich über die Unendlichkeit. Es kann sogar möglich sein, Wassermann, dass wenn das für dich über einen Wunschpartner spricht, mit dieser Person wirst du den Rest deines Lebens zusammenbleiben. Wir reden schon über eine Unendlichkeit. Ja, also wir reden schon hier über eine wichtige Verbindung zu einer Person. Und schau mal, Wahnsinn. Also schau mal bitte hier, also der König der Kirche und der Puppe der Kirche, diese zwei Personen schauen sich an. Diese zwei Personen fühlen Liebe. Ich rede hier über Liebe. Es kann Liebe zu einem Kind auch sein, natürlich, aber es kann wirklich Liebe zu einer sehr jüngeren Energie. Altersunterschied, sehr präsent. Aber beide Menschen fühlen Liebe, spüren Liebe für den anderen. Natürlich gibt es etwas, eine sehr viel reifere Energie als die andere, das ist tatsächlich so. Aber ich rede hier über Gefühle, also das ist nicht. Natürlich, diese Situation nochmals, Wassermann, diese Situation lass dich nicht kalt. Ja? Diese Situation lass dich nicht unbedingt. Ja.
Ich denke, nochmals, ich wiederhole es, weil es gibt hier eine Situation, die du dir schon erwünscht hast. Wir reden hier schon über eine nochmals Manifestation von Gedanken. Du hast dir das, du hast manifestiert diese Situation. Du hast diese Situation manifestiert. Ja? Die Person kommt und du kannst nicht schlafen. Du machst dir viele Gedanken, weil irgendwie, ja, vielleicht, ja, also Wassermann, ich sehe natürlich mehrere Energien hier auf dem Tisch. Weil wenn das hier jetzt nur Kinder sind, ist gut. Also wenn das jetzt hier nur über Kinder spricht, dann ist okay. Dann sind halt Kinder, Familie und so weiter. Aber für manche spricht das für mehrere Optionen. Ich sehe natürlich hier Optionen. Ja, also Minimum zwei. Zwei Personen in deinem Leben. Das sogar mehrere sein könnten, ja, also eigentlich schon, nicht für alle, aber für manche. Ich sehe diese Situation schon hier. Ich sehe zwei Personen hier schon und beide mit einem großen Altersunterschied. Ja? Also beide Energien reden für einen Altersunterschied. Eine Person möchte vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben und eine andere Person möchte es ernster haben. Das ist, was ich meine. Ja, du hast zwei Personen. Die eine Person fühlt auch für dich, aber ist mehr, möchte keinen Kompromiss eingehen. Ja? Und die andere Person ist etwas mehr ernst dabei. Das ist, was ich hier spüre. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, diesen Gespräch hatten wir auch schon mal gehabt. In die vorherige Legung. Dass ich zwei Energien sehe. Und die Nummer zwei über zwei Wunschpartner ist hier sehr deutlich. Sehr deutlich. Sehr wahrscheinlich mit einer Person hast du bereits sogar irgendwie einen Konflikt jetzt gehabt oder einen Schluss gemacht, tatsächlich. Aber die Kommunikation kommt erneut. In diese erste Woche September bekommst du erneut die Kommunikation von dieser, von einer von den von der Personen hier. Ja, aber ich denke, du willst nicht mehr. Schau mal, weil. Du siehst ja, die Königin der Münzen gibt ja diesem Puppe den Rücken. Also du möchtest zu einer von deinen Energien, möchtest du nicht mehr. Skorpion, Fische oder Krebs, ja? Also zu einer Person möchtest du nicht mehr. Das möchtest du nicht mehr, weil die Erfahrung hast du ja gehabt. Und du triffst hier Entscheidungen. Du triffst hier klare Entscheidungen und du hast einen klaren Kopf, was du jetzt machen möchtest. Ja, das ist, was ich sehe. Aber es gibt eine andere Energie, die dich überrascht irgendwie. Es gibt hier eine Überraschung fast. Du hast das hier, diese Manifestation oder diesen Wunsch, mit diesem Wunder hast du nicht gerechnet. Ja, und das verändert sehr wahrscheinlich sehr viel deine Situation, deine aktuelle Situation. Ja, so ist, wie ich das sehe, Wassermann. Ich sehe das hier. Ich sehe deutlich eine klare Klarheit. Schau mal bitte hier. Schau mal hier diesen drei Arkana, großen Arkana. Der Magier, der Turm. Ah, ne, das erste Schwert, das denke ich immer, ist ein großer Arkana, ist aber nicht. Aber schau mal, also es gibt hier tatsächlich neue Anfänge und Veränderungen, starke Veränderungen. In manchen Fällen rede ich, habe ich ja gesagt, für manche wird sich einen Umzug früher oder später ergeben. Einen Umzug, Veränderungen und neue Kompromisse. Wassermann, so zeigt sich die Energie. So zeigt sich die Energie und ich denke nochmals, du erwartest diese vielleicht, wie gesagt, das ist abrupt und schnell, was ich hier habe. Möglicherweise diese Kommunikation ist unerwartet. Es gibt hier eine bestimmte Kommunikation, die unerwartet ist. Irgendwie, diese Person ist vielleicht ein Nachbarn von dir oder ist irgendwie nicht so weit weg von dir. Vielleicht ist diese Person, wie gesagt, ein Nachbarn oder ist in der Nähe von dir.
Eine Person, die dich auch beobachten kann, also nicht so schwer hat, dich zu beobachten. Es gibt hier eine abrupte Kommunikation, die eine bestimmte Situation verändert. Und Achtung, Wassermann, es wird vielleicht langsam gehen, nochmals, ja, aber das ist hier sicher. Wir reden hier über eine sichere Sache, ja. Du hast mit zwei Personen zu tun. Mit zwei Personen zu tun. Ich denke, diese dritte Woche, Wassermann, wirst du einen klaren Kopf haben. Du wirst eine Entscheidung treffen und du wirst einen Schluss machen auch. Einen Schluss, einen radikalen Schluss mit einer Person, weil deine Wünsche sich jetzt manifestiert haben. Genau. Und deswegen, du bekommst jetzt, was du dir so erwünscht hast, bekommst du ja auch. Von da aus, du hast einen klaren Kopf und triffst klare Entscheidungen für das, was du jetzt für dich möchtest. Was du nicht möchtest, wird irgendwie jetzt definitiv abgeschlossen. So sehe ich das. So sehe ich das, ja. Es gibt deutlich hier eine Person hier, mit der du nichts mehr zu tun haben möchtest oder du tatsächlich voll den Rücken gibst. Wenn ich hier über ein Kind rede, ist halt ein Kind. Und wenn nicht, rede ich hier über eine Person, die viel jüngerer ist als du. Ja. Wassermann, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön und wir sehen uns bald. Danke, eine schöne Woche wünsche ich dir. Tschüss, Wassermann.